wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Lange ist es her, lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Ja, ich mache mich gerade fertig. Wir haben heute Samstag. Und ja, es gibt so ein paar Gründe, warum ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe. Beziehungsweise hier auf YouTube ist weniger geworden, als ich mehr auf Instagram gemacht habe. und ja, irgendwie wurde es dann immer weniger und immer weniger, bis ich dann ja gar keine Videos mehr gemacht habe und auch nichts mehr auf Instagram gemacht habe. Aber jetzt, ja, die Instagram-Pause war jetzt nicht so lang, das waren jetzt vielleicht 3 Wochen oder so, dass ich nichts mehr, oder 2 Wochen, also das war jetzt nicht so lange. Für Instagram ist es natürlich lange, aber hier war es dann doch um einiges länger. Ja, und ich dachte mir, ich nehme euch heute mal endlich wieder mit in meinem Alltag. Und ja, Wochenende ist ja irgendwie nicht so ganz so Alltag. Aber trotzdem, ja, dachte ich, ich sag mal wieder Hallo. Und vielen Dank, dass ihr trotzdem hier geblieben seid, obwohl ich nicht so aktiv war. Ich mache mich so ein bisschen fertig, aber jetzt nicht so doll. Ich mache nur so ein bisschen Puder, Concealer, Wimperntusche und das war's, weil normalerweise schminke ich mich gar nicht am Wochenende. Aber irgendwie hatte ich da gerade Lust zu, mich so ein bisschen fertig zu machen. Wir wollen nämlich gleich los, schön raus, es ist schönes Wetter und wollen mit Shana spazieren gehen. Und genau, dann wollten wir noch einkaufen und sauber machen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber im Hintergrund ist Jürgen schon fleißig am Staubsaugen. Und genau, machen uns einfach einen schönen Tag. Und dann werde ich euch auch nachher erzählen, was hier los ist. Genau. Gleich die Ecke da aufräumen und dann ist das Schlafzimmer ordentlich und sauber. Schöner Platz. Sitz. Guck. Wieder online. Genau, das hatte ich mir auch für heute vorgenommen, dass ich das endlich mal wieder mache. Jetzt bin ich im Keller und hier ist auch einiges passiert und es ist gerade die absolute Rumpelkammer. Ich habe nämlich schon wieder alles umgeräumt. Ja, ihr kennt mich. Ich habe das jetzt mal optimiert. Hier unten ist ja jetzt nicht mehr Kosmetik, sondern jetzt habe ich für den Shop hier umgebaut. Da hatte ich erst vorne das Nähbereich und hier in dem großen Raum Büro, habe dann aber festgestellt, dass das total doof war, weil ich brauche mehr Platz zum Nähen und Machen. Deswegen ist jetzt in dem großen Raum hier das Nähzimmer sozusagen und in dem kleinen Raum ist wieder wie vorher Büro. So, ich habe jetzt aber erstmal nur alles grob umgebaut und habe überhaupt noch nichts geschafft aufzuräumen und habe dann zwischendurch, wenn es sein musste, wenn Bestellungen kamen und so, einfach halt gearbeitet. Und letztes Mal habe ich bis nachts um 1 oder so gearbeitet. Und konnte dann nicht mehr an, habe ja alles stehen und liegen gelassen. Dementsprechend sieht es hier aus. Also werde ich, glaube ich, heute nicht wirklich kreativ arbeiten, sondern vielleicht mich einfach mal um die Ordnung hier kümmern. Ich wollte nämlich auch in diesen Schränken, warte mal,
wollte ich alles sortieren und dann auch ranschreiben, was für was ist, damit man die Ordnung auch behält. Weil ihr wisst ja, Ordnung ist immer schwierig bei mir, weil ich immer so viel Kram habe, was ich irgendwie, ja, gerade wenn man dann ne, für die Arbeit 1000 verschiedene Dinge braucht. Ich sehe aber auch heute fertig aus. Naja, müsst ihr mit klarkommen. So, ich zeige euch mal hier die Kammer des Schreckens. Also, das ist der erste Raum, wenn man runterkommt. Den kennt ihr von früher. Der ist jetzt aber ganz anders. Ich habe jetzt hier den Schreibtisch. Da hinten habe ich den Schrank versteckt für die ganzen Akten und den Drucker und die Sachen dafür. Und hier ist jetzt ein Sofa. Ja, das ist nicht ganz optimal, weil es, wie man sieht, ziemlich viel Platz wegnimmt. Allerdings war das Bett erst drüben. Dann hatte ich überlegt, hier das Sofa hinzustellen, was oben ist, was ich jetzt verkauft habe. Das hätte aber nicht reingepasst. Und ja, jetzt steht das Bett erstmal hier. Aber ja, ich habe auch festgestellt, das nimmt einfach doch zu viel Platz weg. Ich habe da jetzt einen Kran beim Umbauen einfach mal raufgeschmissen. Das werde ich gleich mal sortieren. Und ja, die Wände sind noch kahl und weiß. Da muss überall noch was ran. Und wenn man dann hier reingeht, ja, auch Chaos. Hier links habe ich jetzt einen Tisch. Da kommen die ganzen Schleifenbänder und weiß ich nicht, was ich alles brauche, weil hier werde ich erstens einmal alles verpacken für den Versand und da plane ich dann auch immer vor, okay, kann ich euch jetzt nicht zeigen, Datenschutz, da stehen Adressen und Namen drauf, hier lege ich mir dann immer parat, was heute bestellt wurde und dann kann ich das Schritt für Schritt abarbeiten und dann, wenn alles fertig ist, liegt alles hier mit dem Lieferschein und dann wird alles verpackt und zur Post gebracht. Genau, dann habe ich hier den Zuschneidetisch, der ist schön in Stehhöhe und hier links habe ich noch ein Regal, wo alles drin steht. Da überlege ich aber auch, das auf den Dachboden zu tun, weil das hier auch sehr eng ist zum Sitzen. Muss ich aber noch mal gucken. Genau, und hier rechts ist das geblieben. Hier steht jetzt ein Bügeleisen, weil ich das für den, das brauchte ich, um einen Schriftzug aufzubügeln für einen Strampler. Ja, und jetzt habe ich hier an meinem Schreibtisch meine normale Nähmaschine und rechts daneben die Overlock-Maschine und habe auch jeweils einen Stuhl dafür, damit ich eben einfach hin und her springen kann. Ich habe sogar schon überlegt, da eine Bank hinzustellen, dass man nur hin und her rutschen muss. Aber so geht das auch super, wenn es denn mal aufgeräumt ist. Und hier ist jetzt noch die Rumpelecke. Ich habe nämlich alle meine Kosmetiksachen mal hier in Kartons sortiert. Hier ist noch der Schminkkoffer. Hier ist mein alter Computer, der mir leider abgestürzt ist. Da muss ich jetzt auch mal gucken, was ich damit mache. Ja, aber hier soll, wie man schon sehen kann, entstehen hier die Bilder für Instagram und den Shop. Genau, deswegen die Tageslichtlampen und weißer Untergrund. Und das hat sich super angeboten so. Und ja, das werde ich hier machen. Und hier habe ich dann nochmal mein IKEA-Regal, wo ich die Stoffe und so weiter einsortieren werde. So, ich weiß gar nicht, wie ich diese ganzen neuen, vielen Informationen in dieses kleine Video packen soll, weil ich irgendwie so viel zu erzählen habe und ich möchte euch hier jetzt auch nicht langweilen. Deswegen würde ich mal sagen, ich versuche jetzt mal eine Ordnung hier zu finden, mal irgendwie mir Plätze auszudenken, was wohin kommt. Und dann zeige ich euch nochmal, wie es aussieht, wenn ich denn fertig bin. Ich mache mir jetzt hier schön Musik an und werde hier mal ein bisschen, ja, Ordnung machen. Da musste ich, wie gesagt, noch Produkte einpflegen im Online-Shop. Und da werde ich mir zumindest heute schon mal die Bestellung bereitlegen, mir die Schnittmuster raussuchen und das schon mal zurecht vorbereiten, zuschneiden. Genau. So, Raum Nummer 1 ist schon mal einigermaßen ordentlich. Genau, hier habe ich ja wie gesagt die Sachen mir vorbereitet. Da liegen schon die Stoffe, die jetzt darauf warten, fertig gemacht zu werden. Ja, da sind jetzt auch einige Schnittmuster schon, die ich schon vorbereitet habe. Da kommt jetzt noch der Computer weg und ich habe mir überlegt, die Kosmetiksachen kommen in die Schubladen. Weil einige Sachen brauche ich dann doch noch mal immer wieder. Und das, ja, weiß ich auch nicht. Kann jemand einen Computer gebrauchen? Am besten jemand, der daran rumbasteln kann.
Eigentlich hat er immer super funktioniert. Von heute auf morgen ging er dann nicht mehr an, beziehungsweise er fährt sich hoch bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht er einfach aus. Ja, ich habe da keine Ahnung von, deswegen, ja. Und hier ist jetzt mein Nähbereich. Genau, das hattet ihr vorhin ja schon gesehen, jetzt ein bisschen in aufgeräumter Form. Und das wollte ich euch noch zeigen. Mega cool, das habe ich jetzt neu. Das sind extra Einnäher für meine Klamotten. Da steht, ja, ist das Logo von meinem Laden. Und da kann ich die Größe reinschreiben, kann hier reinschreiben, bei wie viel Grad das gewaschen werden kann, in Trockner darf und so weiter. Hier schreibe ich dann drauf, wie viel Prozent in dem Stoff von welchem Material drin ist. Also zum Beispiel schreibe ich jetzt hier, keine Ahnung, 90% Baumwolle, 10%, weiß ich nicht, irgendwas anderes dann, Elastan zum Beispiel. Und da steht dann nochmal die Firmenadresse und die Website. Genau, finde ich richtig toll, wollte ich schon lange haben und jetzt habe ich es endlich. Also mega, mega toll. Und, huch, Shana, ich stolper über dich, Mäuschen. Ja, ja, und, oh, nicht anspringen, Mann. Ja. Genau, der Schrank ist noch nicht fertig. Ich habe hier noch so ein Rollwagen. So. Und da überlege ich jetzt, was da reinkommt. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sollte da irgendwas rein, was ich mal da und mal da brauche, damit man den hin und her rollen kann. Auf jeden Fall mega praktisch. Da muss ich mir mal was überlegen. Und ja, ich denke mal so Garn und was uns nicht alles immer so braucht. Scheren und Co. Und hier, ja, kommen wie gesagt die ganzen Stoffe rein. So, es ist vollbracht. Zumindest schon mal, ja, ist Licht im Dunkeln. Und zwar habe ich hier jetzt einmal das Sofa, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Bett, was jetzt zum Sofa umgebaut wurde. Genau, das habe ich schon mal aufgeräumt. Da möchte ich jetzt ganz viele hübsche, bunte Kissen für nähen und die alle hier reinlegen, damit man sich da schön reinknautschen kann. Und ja, jetzt habe ich hier auch aufgeräumt. Das soll noch an die Wand. Das ist so eine, ja, Magnetwand, wo ich alles Mögliche ranpinnen kann. Die habe ich jetzt erstmal nur dahingestellt. Habe mir hier erstmal Platz geschafft. Geschafft? Egal. Und ja, soweit alles einsortiert, wegsortiert, was ich so brauche. Und hier steht jetzt noch so ein bisschen Kram, Produktkram rum für den Shop. Das kommt noch in den anderen Kellerraum. Der ist nämlich noch gar nicht aufgeräumt. Das wollen wir nächsten Samstag erledigen. Und dann können nämlich alle Produkte schön geordnet da in die Regale. Bis dahin stehen sie hier und hinter mir hier überall rum. Und genau, hier ist jetzt auch alles aufgeräumt. Und das wollte ich euch jetzt mal hier zeigen, ohne irgendwelche Namen. Moment, ich muss das mal umdrehen. So, nicht, dass ihr hier noch was sehen könnt. Genau, so bereite ich mir das immer vor. Also, was ich jetzt hier gerade umgedreht habe, ist der Lieferschein. Da lege ich mir dann schon das Schnittmuster hin, lege mir die Stoffe schon zurecht mit der Anleitung und den fertigen Dingern, genau. Und lege mir das dann hier so parat. Genau, ja. Das habe ich ja heute schon mal erfolgreich geschafft und jetzt werde ich mal anfangen mit den mit dem Zuschneiden. Und wie gesagt, muss ich ja auch noch ein paar Produkte in den Shop machen. Und das werde ich jetzt auch machen, also bis später. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Ich bin hier gerade ja, so ein bisschen hängen geblieben. Und zwar habe ich jetzt alles aufgeräumt und bin jetzt dabei, den Shop aufzuräumen. Und zwar habe ich mich eigentlich immer nur in letzter Zeit um die Bestellung gekümmert und gar nicht mehr so um den Shop selber, weil ich ja A, keine Zeit dafür hatte und B, auch immer irgendwie dann die Bestellungen wichtiger waren. Und ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, ich werde heute Abend hier viel machen und arbeiten, weil da ist so viel unordentlich, ja, dass ich da jetzt erstmal Ordnung reinbringen muss, das wird eine ganz tolle Aufgabe.
Eigentlich wollte ich ja neue Produkte einstellen, aber da ist noch so viel Arbeit vorher. Ja, die Texte sind teilweise nicht richtig, weil zum Beispiel, ich hatte ganz am Anfang so ein Angebot und da hatte ich unter jedem Produkt reingeschrieben, dass man ich weiß gar nicht, ab einem Warenwert von, lass mich lügen, 29 Euro, glaube ich, dass man dann versandkostenfrei bestellen kann. Das Angebot ist jetzt vorbei. Jetzt sind es wieder normal die 69 Euro. Also muss ich jetzt unter jedem Produkt einmal diesen Teil ändern. Das ist auch eine schöne Fleißarbeit. Dann steht teilweise unter Produkten, die wieder verfügbar sind, steht aber noch im Text drin, jetzt vorbestellen. Also muss ich das auch ändern auf Lager. Dann ja, sind die Lieferzeiten teilweise falsch angegeben. Was war noch? Genau, dann gucke ich hier, dass ich auch alles drin habe, was da ist. Nicht, dass ich hier denke, warum wird das nicht bestellt? Es ist auf Lager, aber steht im Konto auf ausverkauft, nicht lieferbar. Genau, und das sind jetzt alles so eine Sachen, die ich alle jetzt einmal erledigen muss. Und dann hoffe ich, dass ich es heute trotzdem noch hinkriege, ein paar neue Produkte euch reinzustellen, damit ihr dann auch seht, was denn alles neu ist. Weil hier ist einiges angekommen. Und das muss dann natürlich auch in Shop, damit das natürlich auch wieder weggeht und nicht hier bleibt. Ja, Gott, ich sehe gerade, ich habe hier so mega Augenringe. Eigentlich habe ich gar nicht so Augenringe, aber ich glaube, das ist das Licht von oben, dass das so aussieht, als wäre ich total krank. Schön. Ja, das werde ich jetzt alles tun. Hab da viel auf dem Zettel. Ja, genau. Und da ich ja jetzt sowieso anfange, hier täglich zu arbeiten, müssen solche Dinge natürlich laufen. Und ich bin auch im Überlegen, ich hatte mal kurz einen Etsy-Shop. Werbung, falls man das sagen oder schreiben muss. Den habe ich dann aber kurzerhand wieder rausgenommen, weil ja, ich hatte nicht so viel Zeit. Das war ja immer mein Problem, mich darum zu kümmern. Und hatte da auch noch nicht so personalisierte Sachen und habe da dann gesehen, dass man tatsächlich auch nur selbstgemachte Sachen verkaufen darf. Und da hatte ich ja noch keine selbstgemachten Sachen. Jetzt ist es ja so, dass man alle meine Sachen personalisieren lassen kann. Also, dass man überall den Namen, das Datum, was auch immer man möchte, draufschreiben kann. Egal, ob es Klamotten sind oder Spielzeug, kann man alles von mir machen lassen. Das heißt, die können dann in den Shop. Und dann natürlich meine selbstgenähten Sachen. Also bin ich jetzt am Überlegen, da auch nochmal Zeit reinzustecken, dann mir das aufzubauen. Allerdings ist es da auch so, dass man monatlich, glaube ich, auch dafür bezahlen muss. Deswegen werde ich jetzt erstmal mich um meinen normalen Shop kümmern, dass der läuft. Und dann werde ich mich um Etsy kümmern, weil ich habe eher gerade dafür gesorgt, dass ich diese monatlichen Kosten ein bisschen runtersenke, weil ich so viel hatte. Und will jetzt natürlich nicht, wo ich jetzt hier so viel mache, dann die Kosten wieder hochsetzen und dann nachher habe ich das Problem, dass ich mehr ausgebe, als ich einnehme. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen, ja. Da ist der Akku auch leer. Ja, das ist auch mein Stichpunkt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier alles mal fertig machen. Ich freue mich natürlich immer riesig über Feedback von euch, produktiven Feedback natürlich oder produktive Kritik. Ja, wenn ihr irgendwas im Shop seht oder so, was ich ändern könnte, was ihr besser finden würdet. Oder vielleicht habt ihr auch Sachen, wo ihr sagt, das muss unbedingt in deinen Shop, das fehlt mir total. Oder was auch immer euch da auffällt, sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich da immer drüber. Genau, das steht jetzt alles auf der To-Do-Liste hier heute Abend, zumindest den Shop einmal fertig zu machen, das alles ja, ordentlich einzustellen. Und dann ist es wahrscheinlich mitten in der Nacht und ich gehe schlafen. Ja, Julian geht gleich noch einkaufen, dann wollen wir heute Abend noch irgendwie was kochen. Ich weiß noch überhaupt nicht was. Und ja, also außer Essen und hier arbeiten passiert nichts mehr, deswegen melde ich mich jetzt ab. Ich freue mich total, dass ich wieder da bin, dass ich mich wieder mit euch austauschen kann. Tatsächlich hat mir das auch so ein bisschen gefehlt und ja, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nachmittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.